Du, Doc? Zum tausendsten Mal, Rufus. Du bekommst deinen Flummi erst zurück, wenn du mir verrätst, wie die Puddingreste in meinen Teilchenbeschleuniger gekommen sind. Erstens war das gar kein Pudding. Und zweitens... Ja. Wie kommt das Kalibrieren voran? Es käme schneller voran, wenn du... ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fellrelais besorgen würdest, nicht wahr? Genau. Was würdet ihr nur ohne mich machen? Genau das. Was soll ich noch gleich besorgen? Ein Mammutfell. Fluppidi-Wupp. Plasma. Ich hab doch nur Spaß gemacht. Ich soll natürlich ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammutfell-Relais besorgen. Eine so wichtige Aufgabe würde ich doch nie vergessen. Ich muss los. Ihr habt mich schon viel zu lange von meiner wichtigen Profimission abgehalten. Je weiter du vom Zimmer entfernt bist, desto weniger können wir dich stören. Okay, aber Boso, du frierst doch bestimmt. Na, Boso, du alter Pirat. Sag es ruhig. Hä? Nee, wie kannst du denn ein Pirat sein? So ganz ohne Kutter. Du Altersflecken-Endlager, wollte ich sagen. Zieh dir mal lieber was an. Du willst doch nicht, dass Gold sofort wieder ins Koma fällt, sobald sie aufwacht, oder? War das nicht krass vorhin? Geht so. Oh je, du bist unglücklich, nicht wahr? Unglücklich ist gar kein Ausdruck. Das wäre ich wohl auch an deiner Stelle. Immerhin hast du die ganze coole Action verschlafen. Naja. Komm schon. Nun lach doch mal wieder. Warum sollte ich? Mein Kutter ist kaputt. Ist doch kein Weltuntergang. Die Welt geht unter. Nicht vor morgen früh. Und etwas Vernünftiges zu essen gibt es hier auch nicht. Mecker, mecker, motz, motz. Du klingst schon fast wie meine Ex-Freundin. Toni. Oder mein ex-bester Freund Wenzel. Oder jeder andere, der einen größeren Zeitraum mit mir verbracht hat. Und das bringt dich nicht irgendwie zum Nachdenken? Um mich zum Nachdenken zu bringen, muss schon deutlich mehr passieren. Ja, allerdings. Das war auch mein Eindruck. Ja, der Kutter war kaputter als die Waage von Tonis Mutter. Allerdings. Willst du dir jetzt nicht langsam mal was anziehen? Geht nicht. Meine Klamotten sind in der Wäsche. Und wenn ich sie dir bringe, ziehst du dir dann endlich mal was über? Warum sollte ich? Du frierst doch bestimmt. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber, naja, was ein echter Pirat ist. Und ein Pirat. Wer hatte denn den Quatsch eingeredet? Naja, eigentlich warst du das. Ach, herrje, wenn man blöd fragt. Es ehrt mich, dass du versuchst, mir nachzueifern. Aber sieh den Tatsachen ins Auge. Du wirst nie so ein Draufgänger wie ich. Komm schon. Schlüpf in deinen schmuseweichen Plazenta-Fellmantel und... Bah, vergiss es. Ich bleib jetzt erst recht in der Kälte sitzen. Und wenn ich mir dabei die Schüttelpocken hole... Ich sag dir, du holst dir die Schüttelpocken. Unsinn. Dann wäre meine Zunge doch ganz blau. Außerdem hätte ich Husten, Schnupfen und Fieber. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Alles klar. Rufus, du planst doch nicht etwa, mich mit Schüttelpocken zu infizieren. Ach, niemals. Ich habe nur gesagt, dass du sie dir holst. Wie du das machst, bleibt mein Geheimnis. Deine Blöße würgt mein Ästhetikempfinden. Insbesondere, wenn du diese Sache mit den Beinen machst. Basic Instinct freigeschaltet. Es ist immerhin eine Frau anwesend. Goal, auf mich wirkt sie eher abwesend. Und so lange könntest du mir ruhig mal die Beinfreiheit gönnen. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, eine passende Hose in meiner Größe zu finden. Na gut, es ist eine abwesende Frau anwesend. Aber ist das ein Grund, gleich auf ihr herumzutrampeln? Sie ist ja jetzt schon ganz rot. Rufus, ich glaube, du stehst auf ihrem Beatmungsschlauch. Oh. Egal. Es geht hier nicht um irgendwelche Schläuche. Es geht hier um... Beinfreiheit? Genau. Nicht, dass ich jetzt weniger Beinfreiheit hätte. Ich denke da auch an Doc. Mach dir mal keine Sorgen um meine Beinfreiheit, Junge. Apropos... Warum sieht man eigentlich nie deine Beine, Doc? Lassen wir es doch einfach bei... Mach dir keine Sorgen, Junge. Was auch immer. Was auch immer. Ich brauche dieses Handtuch. Okay.
Nein! Nicht! Du weißt auch nicht, was du willst. Neue Augen. Ja, super. Da wird es Nahrungschaft gehen müssen. Ach, mach doch, was du willst. Okay. Außer der Sache mit den Beinen, hörst du? Alles, nur nicht das. Ja, sagtest du... Sagtest du eben, dass du Hunger hast? Ach, das hast du mitbekommen. Tja, das nennt man selektive Wahrnehmung. So eine Art mentale Superkraft, die Spreu vom Weizen zu trennen. Spreu in die linke, Weizen in die rechte Gehirnhälfte. Ja, ich bin schon ein Früchtchen. Wenn du mir etwas zu essen besorgen willst, im Souterrain steht ein Pastetenautomat. Mal sehen. Ich muss erst noch rausfinden, inwiefern mich das weitermacht. Da brauche ich aber Geld für. Naja, ich bring dir was zu essen und da habe ich dann auch irgendwas von. Läuft doch immer so. Wie wäre es mit dem guten Gefühl, einem Freund einen Gefallen getan zu haben? Hä? Nein, nicht sowas. Ich meine was Nützliches. Ein Köderfisch oder so. Ein Köderfisch. Berühmt aus Terence. Sorry, ich muss hier weg. Nimm's nicht persönlich. Es ist einfach nur dein abscheuliches Aussehen. Meine Augen sind schon ganz vereitert. Ja, Tasche. Kann ich mir deine Tasche ausleihen? Na klar. Nimm sie ruhig. Immerhin hast du mir ja bislang nur meine Lebensgrundlage und mein Zuhause genommen. Warum dann nicht auch die Tasche mit meinen letzten Besitztümern? Cool, danke. Sehr aufmerksam. Igitt, ist die fleckig. Hey. Das war Ironie. Hab ich mir schon gedacht. Vielleicht solltest du dich beim nächsten Mal hinsetzen, wenn du sie schon mit aufs Klo nehmen musst. Ach, mein Schrofus. Gold. Sie ist schon wieder bewusstlos. Diesmal gehört es allerdings zum Plan. Ich rette dich. Und dann geht's ab nach Elysium. Sehr schön. Nichts da, Rufus. Ich brauche den Drittelschrauber für die Operation. Und ich brauche ihn, um ihn wahllos mit Gegenständen zu kombinieren. Allerdings. Ich sagte Finger weg. Ist ja schon gut. Ein Drittelschrauber. Wie praktisch. Ich ziehe Muttern eh immer nur zu einem Drittel an, weil sie irgendwann ja sowieso wieder voll allein runterfallen. Prima. Können wir ja noch irgendwas mitgehen lassen? Gegensprechanlage. Über dieses Telefon bekommt man eine Verbindung zur Rezeption und kleine Bläschen am Mundwinkel. Na dann. Hallo, Rezeption? Du bist des Todes. Was bin ich? Kleiner Scherz. Hier ist natürlich die Rezeption. Immer zu Diensten. Es sei denn, Sie sind der Typ, der im Aufzug stecken geblieben ist. Aufzug? Ich habe hier noch gar keinen Aufzug gesehen. Ich auch nicht. Warum kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen? Gehen Sie bitte aus der Leitung. Warten Sie, ich rufe doch aus meinem Zimmer an. Na, das ist freilich etwas anderes. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Meine Zimmernummer ist... Zimmer 1. Das ist unmöglich. Zimmer 1 ist nicht vermietet. Und Stimmen aus dem Jenseits gibt es dort auch nicht. Im Gegensatz zu den anderen Zimmern. Lassen Sie sich eine bessere Geschichte einfallen. Sagte ich Zimmer 1? Ich meinte natürlich... Zimmer 5. Zimmer 5. Echt jetzt? Sie arme Wurst. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir bräuchten dringend frische Handtücher. Oh, dann sind Sie im falschen Hotel. So etwas hatten wir hier schon seit Jahren nicht mehr. Und was soll ich dann als Andenken mitnehmen? Wie wär's mit einer ansteckenden Infektionskrankheit? Glauben Sie mir, Sie werden sich noch jahrelang an uns erinnern, sofern die Welt bis dahin noch nicht untergegangen ist. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ja, frische Handtücher. Nimmt man immer gerne aus Hotels mit. Hab ich nicht. Das ist natürlich nie. Nee, das macht man nicht, sowas. Sagen Sie mal, haben Sie zufällig ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais? Gut möglich. Warten Sie bitte kurz, während ich im Keller nachschaue. Ich kann genau hören, wie Sie in die Muschel atmen. Tja, Sie haben mich ertappt. Ihre Rechnung für interne Telefonate müssen Sie trotzdem bezahlen. Kann ich sonst noch was? Ich würde gerne etwas essen. Sie sind mutig. Das gefällt mir. Haben Sie denn schon Ihren Menüplan an der Rezeption abgeholt? Verwählt. Kein Problem. Das kommt häufiger vor. Wir glauben, dass es an den elektromagnetischen Strahlen des Atommüllendlagers liegt. Oder am Indianerfriedhof. Eins von beiden. Oh weia.
Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Das ist die... Zimmer 3. Ah, endlich erreiche ich Sie mal. Ich habe hier mehrere Beschwerden gegen Sie vorliegen. Lärmbelästigung, Geruchsbelästigung, normale Belästigung. Ach nein, warten Sie. Das sind die Beschwerden gegen mich. Wie dem auch sei. Viel wichtiger ist doch, dass Sie Ihre Lieferung noch nicht bezahlt haben. Wozu brauchen Sie überhaupt die ganzen Hühner? Hab ich Zimmer 3 gesagt? Ich meinte natürlich... Du bist verwählt. Natürlich Zimmer 9. Ah, die Dämonen aus dem verfluchten Hotelzimmer. Also, dem am meisten verfluchten. Warum könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich hab doch alles getan, was ihr verlangt habt. Das alte Ehepaar, der freundliche Autor, sogar die junge Schauspielerin. Alles erledigt. Na gut, ich hab eure Betten nicht neu bezogen. Aber irgendwo muss ja auch mal Schluss sein. Sagte ich Zimmer 9? Ich meinte natürlich... Ups, verwählt. Verwählt. Kein Problem. Oh, wei. Na dann, raus mit uns. Mammutfell? Wirklich? Und Fluppidiwupp? Schon gut. Ja, also Pastete. Brauchen eine Pastete. Wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt? Aua! Wir brauchen irgendwoher Münzgeld. Das vielleicht. So ein Ärger. Dieser Automat akzeptiert nur Münzgeld. Wo kriegen wir Münzgeld her? Mal gucken, was Boso alles mit sich rumträgt. Hoffentlich Münzgeld. Unterwäsche. Ein Drei-Mann-Zelt. Ach nein, das ist noch mehr Unterwäsche. Aber hey, was ist das? Münzgeld? Ein Champon. Halte ich hier etwa das Geheimnis seiner glänzenden Lockenpracht in Händen? Schade. Vielleicht können wir... So ein Ärger. Dieser Automat akzeptiert nur Münzgeld. Mist. Zur Mülltonne. Vielleicht finden wir da ja Münzgeld. Zu spät. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja auch selbst schuld. Verflucht sei mein kulinarisches Talent. Ein Ei. Okay. So, und nun bin ich überfragt. Zur Rezeption. Oh, das ist doch Cletus. Der hat mir gerade noch gefehlt. Dieser Anzug darf auf keinen Fall heißer als 30 Grad gewaschen werden. Haben Sie das verstanden? Klipp und Klopsi! Mein Assistent wird ihn morgen früh wieder abholen. Füllen Sie derweil die Anmeldung aus, Oppenbott. Und passen Sie gut auf die Tasche mit dem Geld auf. In dieser jämmerlichen Absteige arbeitet nur Gesinde. Hier arbeitet jemand? Verzeihen Sie, Herr Inspektor, aber ist das dort nicht die Tasche mit meinem Plasma-Austausch-Fluppeni-Wupp-Mammut-Fell-Release? Seien Sie nicht albern, Oppenbott. Die Taschen sind identisch. Ihre ist bereits auf unserem Zimmer. Und dorthin werde ich mich nun auch zurückziehen. Ich hoffe, es ist nicht so marode, wie der Service hier es nahelegt. Es ist so marode. Das hätte ins Auge gehen können. Mindestens. Schlüssel wäre ich nur ungern über den Weg gelaufen. Jetzt heißt es auf der Hut sein. Er sucht doch garantiert nach Gold. Dafür weiß ich jetzt, wo ich dieses Plasma-Austausch-Flubidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais herbekomme. Ja, wir haben eine Tasche. Was hat auf dem Beifahrersitz gestört und liegt deshalb jetzt im Kofferraum? Eine Mutter. Was findet man in keinem Drogeriemarkt? Okay, das hatten wir schon. Okay, wir haben eine Tasche. Wenn ich sie einfach so mitnehme, wird Oppenbott das bemerken und Alarm schlagen. Was hier fehlt, ist ein Plan. Voller Pfeile und Schleudern und Fallstricke und unvorhersehbarer Wendungen. Oder wenigstens ein paar cooler Spezialeffekte in 3D. Tja. Cletus hat seine Tasche direkt auf die Durchreiche zur Küche gestellt. Diesen Leichtsinn wird er noch bereuen. Die ist bestimmt voller Dornwarzenkeime. Tja, gut. Für eine Maschine wirkt er ziemlich überfordert. Dabei habe ich noch nicht mal richtig losgelegt. Diesen Leib ist bestimmt...
Ja, Rezeption. Alles klar, zu den Zimmern. Wir müssen ihm folgen. Zimmertür. Hallo, ist da draußen jemand? Der Wind. Die Küche brennt. Das passt ins Bild. Nicht einmal der Wind weiß hier, was ich gehört. Hallo, ist da draußen jemand? Der Wind. Hallo, ist da draußen jemand? Der Wind. Hallo, ist da draußen jemand? Der Wind. Oh, schade, ich dachte, wir können ihn ein wenig nerven. Wir können jetzt doch vielleicht... Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Das muss dann wohl... Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wenn es um die Bettwäsche geht, es sind keine Flecken, nur ein Muster. Dabei fällt mir ein, schlafen Sie eigentlich häufig mit offenem Mund? Wenn ja, dann... Ja, schon gut. Es geht nicht um die Bettwäsche. Ah, umso besser. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne etwas sündhaft Teures auf mein Zimmer bestellen. Eigentlich bieten wir keinerlei Dienstleistung in diesem Hotel. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihre Rechnung einfach so mit einem horrenden Zusatzbetrag belasten. Der Posten taucht dann als Rechnungsfehler auf. Oh, das wäre zu freundlich. Ach, keine Ursache. Ich hatte das sowieso schon vorbereitet. Standardprozedur, wenn Sie verstehen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ich würde dann gerne dinieren. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Sie haben Ihren Menüplan doch aufbewahrt, oder? Den Menüplan? Ja, Sie haben ihn hier an der Rezeption bekommen. Sie sind doch Inspektor Cletus, oder? Natürlich bin ich Cletus. Wer denn sonst? Schleimige Haare, schleimiger Charakter, ist gerade der Appetit vergangen, würde gerne über was anderes reden. Cletus lebt und lebt. Ist unsere Wäsche schon fertig? Woher soll ich denn das wissen? Naja, ich dachte, das gehört irgendwie zum Service. Ach, der Service? Ja, von dem habe ich auch schon viel gehört. Aber noch nichts, das mich überzeugt hat, dass er tatsächlich existiert. Ich empfehle Ihnen, Ihre Wäsche selbst aus der Wäscherei zu holen, anstatt auf irgendein mystisches New Age-Hirngespinst zu vertrauen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich. Ich schicke ihn gleich zu Ihnen aufs Zimmer, wenn's recht ist. Warum tun Sie es nicht? Und sagen Sie ihm, er soll dabei das Lied vom Dummdeppen singen. Ich richte es aus. Dankeschön. So, jetzt sollte die Rezeption wieder frei sein. Ich muss nur aufpassen, dass mir dieser Oppenbot nicht begegnet. Okay. Das ist sehr gut. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Der depperte, 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 Dummdepp. Ja, was ist? Sie haben mich auf Ihr Zimmer beordert? Nein, das habe ich nicht. Aber doch. Sie haben gerade an der Rezeption angerufen. Ich werde doch wohl wissen, wen ich gerade angerufen habe und wen nicht. Ich glaube langsam, Sie leiden unter akuter Prozessorerweichung. Aber ich habe doch selbst Ihre Stimme gehört. Wenn Sie nicht sicher sind, wie meine Stimme klingt, dann hören Sie jetzt mal genau zu. Stören Sie mich nie wieder ohne triftigen Grund. Verstanden? Ja schon, aber... Aber was? Okay, schnell zur Rezeption. Schnell zur Rezeption. Jetzt können wir doch mal die Tasche mitnehmen. Wenn ich sie einfach so mitnehme, wird Oppenbot das bemerken und Alarm schlagen. Was hier fehlt, ist ein Plan. Voller Pfeile und Schlupf. Wenigstens. Okay, ich verstehe schon. Wie wär's? Die Tasche einfach austauschen. Sehr toll. Können wir noch mit den Rezeptionisten quatschen? Ah, der Gast aus Nummer 5. Keine Sorge, die Kopfschmerzen gehen nach ein paar Tagen wieder weg. Was? Nein,
Ich bin wegen des Menüplans hier. Das ist lustig. Die meisten Gäste sind wegen des Menüplans nämlich weg, verstehen Sie? Und unser alter Koch ist wegen des Menüplans sogar im Gefängnis. Bekomme ich den Menüplan jetzt oder nicht? Statte, Patsy. Sie müssen vorher nur diese Erklärung unterschreiben. Das ist doch eine Rotzfahne. Ja, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, durch unser Essen zu Schaden zu kommen. So ein Formular zu entwerfen, wäre enorm viel Arbeit. Und unser Anwalt leidet an Depressionen. Darum kopieren wir die Unterschrift des Gastes einfach nachträglich auf eine passende Erklärung. Sehr ökonomisch gedacht. Und unterschreiben Sie bitte mit einem W vorne. Wie jetzt? Wufus? Ja, die Schublade für R klemmt nämlich. Ach so, klar. Danke. Wufus. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, oh, der Dummdepp, der Dummdepp. Ja, der Dummdepp kommt. Jetzt muss ich aber. Ich habe hoffentlich den Plan mitgenommen. Der depperte, 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 Dummdepp. Menüplan? Nicht? Kein Menüplan? Schade. Müssen wir aber nochmal Oppenbot weglocken. Und wir haben jetzt die Tasche. Das ist schon mal ein Anfang. Können wir hineingucken? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Porzellan. Kristallgläser. Scherben, Scherben, noch mehr Scherben. Was will er mit all diesen Scherben? Und? Aha. Geld. Geld. Papiergeld. Ach du Schande. Was haben wir denn mit Papiergeld? Papiergeld. So ein Ärger. Dieser Automat akzeptiert nur Münzgeld. Habe ich mir schon gedacht. Na, schöne Wurst. Gut, ich glaube, es ist mal Zeit für eine kleine Aufnahmepause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Hier in diesem Zimmer. Wie geht's hier weiter? Ja, 2 ist out, 2 macht eine kleine Aufnahmepause. Bis dann, bis gleich. Ciao.